Seit hat man heute im Grossen Rat unter anderem über die Lex Koller debattiert. Außerdem war heute im Oberwallis eine von vier neuen Briefmarken das Thema und die Powermass 11 tut ihre Sporte auf. Merci vielmals für die Zuschauer, das sind die Walliser Nachrichten. Das Wallis will die Mehrliegenschaften an Ausländer verkaufen, die uns als Tourismuskanton im Rahmen der Lex Koller zustatient. Darum hat der Grossrat am Donnerstag eine Resolution verabschiedet, die man vom Staatsrat verlangen tut, beim Bund ein Sonderkontingent zu beantragen. Der Jahresbericht von der Justizkommission vom Grossen Rat gibt der Rechtspflege und der Justiz im Kanton gute Noten. Nur das Kantonsgericht schafft es nicht immer, die Dossier innerhalb von 12 Monaten zu bearbeiten. Außerdem ist man auch bei der Bearbeitung von über 1300 Einbürgerungsdossier im Rückstand. Im Weiteren hat sich der Grossrat geeinigt, dass man das Wahlgesetz so abändern tut, dass die Liste der Präsidenten- und Vizepräsidentenwahlen immer am Dienstag nach der Gemeinderatswahlen zu Mittag um 12 Uhr hinterlegt sein müssen. Wenn man sich geeinigt hat, die Gesetzesänderung ist nach dem Reglement vom Grossrat zum jetzigen Zeitpunkt illegal. Der Kanton Wallis hat im April rund 4'200 Arbeitslose verzeichnet. Das sind 67 Personen mehr als noch im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist unverändert auf 3,1% geblieben. Die Wiederaufnahme von der Tätigkeit auf dem Bau und in der Landwirtschaft hat Neuanmeldungen im Zusammenhang mit dem Saisonende in den Tourismusorten nicht mehr auffahren. Auf schweizerischer Ebene ist die Zahl leicht zurückgegangen. Die Stiftung Pro Patria hat heute vier neue Briefmarken in der Serie «Verkehrswege Schweiz» mit insgesamt 12 Marken vorgestellt. Eines von den vier neuen Motiven ist der Weg via Stockalper. Laut dem Präsidenten der Stiftung Pro Patria Schweiz, Felix Rosenberg, kann man die Wege an unserer Schweiz abgebildet, die früher eine grosse Bedeutung hatte. RRO präsentiert vom 8. bis zum 10. Mai zum 11. Mal die Powermass. Dieses Jahr unter dem Motto «Goes East», passend dazu mit Bands wie Ruskaya, Rotfront oder Karl Klamkim. Neben dem Poker-Event sucht man dieses Jahr auch wieder die Powerband. Die Walliser Kantons- und Gemeindepolizei hat sich am Parkour auf der Rundstrecke zu Brieg im Städteduell gegen Langenthal beteiligt. Die Kantonspolizien haben heute auch hier gerade die Gelegenheit gebraucht, die Aufgaben und Pflichten des Polizeikorps zu erklären. Und auch der neue Kommandant der Walliser Kantonspolizei, der Christian Varon, hat mir den Oberwalliser vorgestellt. Das sind die wichtigsten Meldungen vom Oberwallis. Es gibt ein Thema, das uns jeden Tag aufs Neue interessiert. Und da bringen wir jetzt auch auf den aktuellen Stand der Dinge. Schön und warm, so ist es in den letzten Tagen und soll es da in den nächsten Tag bleiben. Die Belle Alpine ist nur ein Beispiel. Am Freitag gibt es Sonnenschein im ganzen Oberwallis. Gegen den Abend kann es vereinzelt überziehen und lokale Gewitter geben. Der Freitag hat die Temperaturen für uns parat zwischen 16 und 27 Grad. Und jetzt zu den strahlenden Aussichten für den nächsten Tag. Samstag schön mit vereinzelten Quellwolken, Sonntag schön mit vereinzelten Quellwolken, Pfingstmittag schön mit vereinzelten Quellwolken. Die Temperaturen sind hier um die 25 bis 26 Grad. Soweit die Aussichten vom Pfingstwochenende. Merci vielmals für die Schalten und ade miteinander. We'll be right back.